Anwendungen in der Medizin oder Energietechnik ja, stellen einen als Wissenschaftler teilweise vor abstrus widersprüchliche Anforderungen. Beispielsweise in der Medizintechnik möchte man, dass nichts an den Materialien haftet. Wir kennen alle Silikon vielleicht aus der Küche oder aus dem Badezimmer. Daran haftet nichts. Ein gutes Material auch für die Medizin. Nun ist aber das Problem, dass man auf der anderen Seite eben halt das Silikon an irgendetwas befestigen muss, um zum Beispiel das Silikon sehr hart erscheinen zu lassen. Und jetzt ist eben halt die Frage, wie geht das? Wie kann man ein Material, das an nichts haftet, an etwas anderes anbauen? Andere Anforderungen sind, dass man auf der einen Seite sehr steife Strukturen braucht, zum Beispiel für Flugzeuge. Auf der anderen Seite sollen sie aber extrem leichtgewichtig sein, also nichts wiegen. Auch das ist eben halt eine Anforderung. Ja, und ich möchte im Vortrag zeigen, wie Materialien zusammengesetzt werden können, die eigentlich gar nicht zusammengehören. Dadurch, dass uns so etwas jetzt gelingt, können wir spannende Fragestellungen aus Energietechnik, aus Medizin versuchen, für die Zukunft zu beantworten.